Herzlich willkommen zu meinem zweiten Teil meines Leselust, Lesefrust im Mai 2017. Es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ich das jetzt abdrehen konnte, deswegen kriege ich es leider erst sehr spät. Aber ja, nichtsdestotrotz will ich es jetzt endlich abdrehen und wir fangen auch gleich mal an mit den ersten Mangas, die ich gelesen habe. Und zwar habe ich einen uralten Manga, das hatte ich auch schon im letzten Monat erwähnt, dass ich von dem Autor Hinai Yoshimoto und Satoshi Orochihara, oh mein Gott, was ein Name, True Reality gelesen habe. Und in diesem Monat habe ich dann weitergemacht mit dem Autor und habe Legend of Limnea gelesen. Das sind die ersten, beziehungsweise nicht die ersten, sondern die drei Bände, die in sich halt dann abgeschlossen sind. Es gibt, glaube ich, auch ein Sammelband, aber nur im Englischen, wenn ich es richtig gesehen habe. Also ich habe sie halt jetzt einzeln, Band 1, Band 2... und Band 3 gelesen. Und es geht hier um halt eben eine Legende, dass es halt eben Superhelden gibt, die das ist der erste, die bestimmte Kräfte haben und die das Böse aus der Welt verbannen können. Und ja, das ist unter anderem eine der Auserwählten. Es gibt halt die weiße Kriegerin, den goldenen Krieger, also es wird immer halt irgendwie nach den Haaren gemacht. Sie hat halt jetzt weiße Haare, deswegen ist sie die weiße Kriegerin. Es gibt dann halt den Mann, der hat halt so blond-goldene Haare, dann ist es der goldene Krieger. Und sie war halt eben, sie ist eine der Auserwählten und sie wird halt eben auf den Weg geschickt zu dem Bösewicht, um den Bösewicht eben zu besiegen, weil sie ja die Auserwählte ist. Und ja, die Geschichte ist halt sehr spannend, es wird halt sehr actionreich gekämpft mit Schwertern, mit Superkräften, mit Wirbelwinden, mit allem Möglichen wird hier gekämpft. Der Zeichenstil ist halt eben typisch für den Autor. Das sind halt immer sehr leichte Wiedererkennungswert. Und es wird ja natürlich auch super viel Fanservice betrieben. Fast bei jedem Kampf, in dem die Mädels beteiligt sind, reißt ihr Oberteil auf und die nackte Brust ist da. Sie kämpfen entweder nur mit einer nackten Oberweite oder sie kämpfen komplett nackig, weil ja im Kampf ja immer irgendwie was verloren geht. Und ja, also das sind halt sehr erotik angehauchte Mangas von dem Autor. Das kenne ich auch nicht anders von dem Autor. Das ist halt so, auch seine Artbooks und so spielen halt immer so rund um die weibliche Brust. Das steht immer sehr im Mittelpunkt. Deswegen, ja, wer Fanservice mag, wer Action mag, wer auf starke Protagonistinnen steht, der ist ja super aufgehoben. Es ist, wie gesagt, schon ein bisschen älter. Ich weiß gar nicht, ob es hier steht, von wann das ist. 2001, genau. Aber es hat immer noch super Potenzial für einen Supermanga. Von daher kann ich euch die drei Bände wirklich empfehlen. Dann habe ich weitergemacht. Ich mache jetzt mal erstmal mit Folgebänden weiter, zu denen ich nicht so viel sagen möchte, weil ich einfach nicht so viel von der Geschichte erzählen möchte. Deswegen, ich habe gelesen Teil 4 von Resident Evil Heavenly Island. Hier geht es ja wieder weiter mit den Bioterrorismus auf der Insel. Und ich muss sagen, dieser Band hat mir richtig, richtig gut gefallen, denn sie sind in so einem Komplex, das mich super erinnert hat an die früheren Spiele, wo es wirklich so Resident Evil Feeling war. Also ich fand diesen Band richtig, richtig toll. Ich freue mich schon auf die nächsten Bände, denn es geht in die richtige Richtung. Dann habe ich weitergelesen den dritten Band von Platinum End. Ich, falls ihr meinen letzten Lesemonat gesehen habt, dann wisst ihr, dass ich gesagt habe, der Band 2 hat mir nicht ganz so gut gefallen. Band 3 war wieder richtig spannend und ich freue mich auf die weiteren Bände. Ich werde diese Reihe weiter verfolgen, denn ich, hier gab es wieder ein paar Wendungen, die mich sehr überrascht haben. Es ging so ein bisschen ins Brutale und Moralische hinein, hat mir sehr gut gefallen. Von daher werde ich diese Reihe definitiv weiterlesen. Welche Reihe ich aber abbrechen werde, ist Death Edge 3. Death Edge einfach nur. Das ist der dritte Band. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir passiert zu wenig in dieser Geschichte. Ich fand den ersten Teil grandios. Es war super spannend. Ich war hin und weg. Und wollte weiterlesen, aber ich muss sagen, in dieser Geschichte hier sind sie die ganze Zeit an einem Ort und es wird gequasselt und es wird geredet und es wird irgendwelche
so Wörter in den Raum geworfen, die uns Spannung vorgaukeln sollen, aber ich fand, es passiert halt einfach nichts in diesem Band. Ich werde mir wahrscheinlich den vierten Band mal angucken, ob er noch was für mich ist, aber ich schätze mal, dass ich mit dieser Reihe nicht weitermachen werde. Dann habe ich Band 7 und 8 von Miyako auf den Schwingen der Zeit gelesen. Ich liebe diese Reihe, ich fiebere den nächsten Band entgegen. Ich kann sie euch immer noch empfehlen, es geht immer noch spannend weiter. Ich fiebere mit Miyako in jeder Situation, in jeder erdenklichen Art mit. Und ich liebe diese Reihe. Das ist echt meine Highlight-Reihe in diesem Jahr. Und ich bin froh, 7 und 8 habe ich jetzt gelesen. Ich bin auf dem neuesten Stand und ich fiebere auf den Band 9. Zu. Macht mal schneller. So, dann habe ich noch den zweiten Teil von Miracles of Love gelesen, Nimm dein Schicksal in die Hand, und ich muss ganz ehrlich sagen, der erste Band hat mir nicht gefallen, aber weil es ja meine Lieblingsautorin ist, habe ich mir natürlich Band 2 gekauft, und ich muss sagen, in diesem Band wird es langsam. Also die Story treibt mich voran, ich möchte weiterlesen, die Charaktere werden hier etwas mehr beleuchtet, etwas intensiviert, und ich muss ganz ehrlich sagen, dieser Band hat mir wirklich sehr gut gefallen. Ich werde mir den dritten Band auch holen, werde weiterlesen, denn hier gab es eine Wendung in der Geschichte, die mich sehr interessiert. Und von daher möchte ich diese Reihe natürlich weiterverfolgen und ich hoffe, dass sie noch richtig, richtig gut wird, denn ich liebe diese Autorin. Dann habe ich eine Reihe beendet, endlich, und kann mit der Season 2 praktisch weitermachen, und zwar Band 9 und 10 von Rosario und Vampire. Band 9, Band 10. Und zwar ist hier jetzt das erste Schuljahr zu Ende. Und wie und warum und weshalb, das müsst ihr selber lesen. Ich möchte euch da nicht spoilern. Mit 10 Bänden ist die erste Season beendet. Und nun kann ich mit Band 1 der zweiten Season weitermachen. Und ich muss sagen, der erste Band der zweiten Season gefällt mir schon mal richtig gut. Ich habe es noch nicht reingelesen, aber der Zeichenstil der Autorin oder des Autors, ist das jetzt ein Mann? Akishisa Ikeda, ich würde sagen, das ist eine Frau, hat sich weiterentwickelt. Die Protagonisten sind reifer, also von der Zeichnung her sind sie halt nicht mehr so kindisch. Finde ich großartig, ich freue mich schon richtig drauf, wie es weitergeht. Dann habe ich den zweiten Teil, und ich handle das jetzt alles mal sehr schnell ab, weil, wie gesagt, Folgebände. Ich habe den zweiten Teil von Orange gelesen. Ich hatte es gebraucht gekauft und trotzdem wieder diese Postkarte hier drin gehabt. Finde ich total toll. Finde ich irgendwie super, wenn die Leute das einfach nicht brauchen und dann einfach drin lassen. Ich meine, ich brauche es jetzt auch nicht persönlich, aber wenn es halt jetzt jemand bekommen hätte, der sich darüber mega riesig freut, und dann finde ich es toll, dass man es einfach dann mit weitergibt. Und ja, ich habe auf jeden Fall den zweiten Teil gelesen. Wer mich auf Instagram verfolgt, den Link findet ihr auch unten, beziehungsweise den Namen, da könnt ihr mich gerne verfolgen. Der hat schon gesehen, dass ich mir den dritten, vierten und fünften sofort gekauft habe auf einen Schlag, denn ich muss wissen, wie die Geschichte weitergeht. Denn, ja, die Charaktere sind mir ans Herz gewachsen. Irgendwie schon in Band 2 möchte ich, dass diese Geschichte super gut ausgeht. Und die Geschichte hat Tiefgang und ich möchte wissen, wie es weitergeht. Und mit 5 Bänden ist die Geschichte dann zu Ende erzählt. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Und deswegen musste ich mir den dritten, vierten, fünften auf einen Schlag kaufen. Und ich freue mich, es zu lesen. Dann der letzte Folgeband, und dann kommen wir schon zu Einzelbänden und ersten Teilen. Und zwar Ein Freund für Nanoka, der fünfte Teil. Wieder voller Emotionen. Ich werde diese Reihe auch weiterhin lesen. Ich finde es eine der schönsten emotionalen Liebesgeschichten, die im Moment so auf dem Markt sind, neben natürlich Miyako, meiner Highlight-Serie. Gefällt mir, der Zeichenstil gefällt mir richtig gut, die Cover sind auch grandios, also man kann da echt nicht meckern. Und ja, das ist jetzt der fünfte Teil und ich freue mich auf den sechsten, der ist schon auf meiner Wunschliste, und ja, mehr kann ich dazu nicht sagen, außer das ist toll. Dann habe ich den ersten Teil einer neuen Manga-Reihe angefangen, der eigentlich recht gut war, aber ich für meinen Teil wahrscheinlich nicht weiterlesen werde. Ich kann es auch nicht sagen, vielleicht reizt es mich dann doch irgendwann mal. Ich fand nämlich die Story an sich sehr, sehr gut. Und zwar geht es um Beyond Evil.
Das Cover ist mega cool, sehr, sehr gruselig, weil ich weiß nicht, ob es spiegelt, ob ihr es gut erkennen könnt. Auf jeden Fall ist da eine düstere Gestalt mit roten Augen, sieht so ein bisschen teufelmäßig aus. Auf jeden Fall geht es hier um einen, ich lese uns einfach mal hinten den Klappentext vor, denn der hat mich ja auch dazu verleitet, es zu lesen. In einer zwielichtigen engen Gasse enthält Kota ein Jobangebot, das er nicht ablehnen kann. Schon allein, weil sein Gegenüber eine drastische Bedingung stellt. Arbeite für mich und ich lasse dich leben oder stirb hier und jetzt. Wer würde da nicht unterschreiben? Selbst wenn der neue Boss mit dem Lebenszeit der Menschen handelt und unsterblich ist. Ich finde die Idee total cool. Ich weiß nicht, wer von euch den Film In Time gesehen hat mit Justin Timberlake. Da geht es ja auch darum, dass die Menschen in Lebenszeit bezahlen und mit Lebenszeit handeln. Und ich fand es daher sehr, sehr interessant. Es ist sehr cool umgesetzt. Also die Charaktere sind sehr kalt und böse und trotzdem irgendwie gut. Also ich weiß nicht, wie ich das formulieren soll. Also ich finde, die Charaktere haben ja eigentlich Böses im Sinn und trotzdem hat man nicht das Gefühl, dass sie abgrundtief böse sind, sondern dass da irgendwie noch so ein Körnchen Gutes in denen steckt. Und das fand ich super cool. Es gibt Action hier, es gibt überraschende Wendungen und von daher würde ich sagen, es hat mir eigentlich gut gefallen, aber es hat mich noch nicht so richtig gepackt. Also es hat mir irgendwie noch was Kleines gefehlt. Und ja, von daher weiß ich es nicht. Der zweite Band ist schon erschienen. Vielleicht werde ich mir den gebraucht holen oder so. Also der kostet 9,695. Das ist es mir jetzt nicht wert, in Anführungsstrichen. Ich werde es mir wahrscheinlich dann gebraucht holen, aber ich möchte eigentlich schon wissen, wie es weitergeht. Denn es gibt am Ende dann so einen Cliffhanger, der eigentlich schon gut ist. Und ja, ich weiß nicht, ich bin noch zwiegespalten. Aber ihr werdet es ja dann sehen, ob ihr es dann bei mir noch in den nächsten Monaten dann seht. So, das waren jetzt alle Mangas, die ich gelesen habe. Kommen wir zu dem einzigen Comic, das ich in diesem Monat gelesen habe. Und zwar von DC Universe Superhero Girls, Prüfungsstress und Superschurken, Teil 1. Ja, ich habe das Hörbuch gehört. Wenn ihr dieses Video seht, ist wahrscheinlich die Rezension schon online. Zu den Büchern. Die Serie läuft, ich glaube, auf Disney Channel oder irgendwo. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt es eine Serie dazu, eine Zeichentrickfilmserie. Und das hier ist der erste Comic dazu. Hat mir sehr schön gefallen, denn hier werden alle Charaktere, die Hauptcharakterinnen, also alle, die ihr hier auf dem Cover seht, praktisch, Katana, Batgirl, Poison Ivy, Supergirl, Wonder Woman, Harley Quinn und Bumblebee werden hier halt eben, die werden hier alle so ein bisschen näher erleuchtet und ihre Stärken und Schwächen aufgezeigt. Und das fand ich sehr, sehr schön als Einführungsband. Ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt noch keine Ankündigung für Band 2 gesehen. Vielleicht wollen die erstmal austesten, wie gut der erste Band ankommt, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist das hier eher so eine Einleitungsgeschichte, in dem, wie gesagt, alle Charaktere vorgestellt werden. Aber ich fand es sehr, sehr schön. Es hat mir sehr gut gefallen. Die Zeichnung finde ich wirklich sehr angenehm. Und ja, ich kann mich echt nicht beschweren. Mir hat sehr viel Spaß gemacht, das zu lesen. Und für junge Mädels ist es natürlich super was. Denn es geht ja auch um die super Mädchen, die halt eben auch so in der Pubertät sind. Das heißt, sie haben nicht nur neben ihren Superheldenproblemen auch noch Probleme mit der Pubertät. Und ja, ich fand es sehr, sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht, kostet 9,99 € und ja, kann man eigentlich nichts falsch machen als Comic- und Superhelden-Fan. Dann habe ich noch ein paar Graphic Novels gelesen und ich habe ja schon in irgendeinem anderen Video angekündigt, dass ich mir von dieser Autorin noch ein weiteres Band holen möchte und das habe ich auch gemacht. Von Margot Mautin, Die Kunst der Anpassung. Ich habe von ihr gelesen, ich wäre so gerne Ethnologin.
Das waren auch Sketche aus dem Alltag, die sie ihre Alltagssituation nimmt und diese halt humoristisch verarbeitet. Das ist hier in diesem Band ebenfalls der Fall. Es gibt im Französischen Unmenge an Bänden von ihr, aber im Deutschen sind halt nur diese zwei erschienen. Und ich finde das immer so doof, aber kann man nichts machen. Ich habe jetzt beides gelesen. Es ist wieder mal super schön gemacht. Es ist halt wieder mal ein bisschen so sketchartig gezeichnet. Also es ist nicht ganz so genau ausgearbeitet, die Seiten, sondern sind wirklich mehr so, ja, Strichmännchen gezeichnet, aber schon etwas genauer. Irgendwas dazwischen. Schön aufgemacht mit einem Gummibändchen zum Verschließen. Ist etwas größer als ein normales Taschenbuchformat und Hardcoverformat. Sehr, sehr schön und wieder mal wirklich zum Totlachen. Also sie beschreibt halt wirklich so Situationen mit Kind, mit Ehemann, mit den weiblichen Problemen, die ich einfach nur grandios finde. Ich liebe ihre Zeichnungen und die Aussagen, die da drin so versteckt sind. Ich kann es euch echt wirklich empfehlen. Also wenn ihr Humor mögt, schaut da mal auf jeden Fall rein. Das finde ich super, super toll. Und als letztes habe ich drei Bände von Flix gelesen. Und zwar gibt es da ein Sammelband dazu, das heißt irgendwie Held-Trilogie. Aber das ist mir, um ehrlich zu sein, zu teuer gewesen. Deswegen habe ich auf Rebuy mir die Einzelbände geholt, die dann nur 1 Euro irgendwas gekostet haben. Und sogar mit Versand waren die drei Bände günstiger, als wenn ich mir den Sammelband gekauft hätte. Deswegen habe ich die jetzt einzeln. Und zwar habe ich das Held, Sag was und Mädchen. Und diese drei Bände zusammen ergeben halt diese Held-Trilogie. Und Held ist der erste Band, der Flix als Abschlussarbeit irgendwie eingereicht hat für sein Studium. Und da geht es so ein bisschen um seine Kindheit, um die Entstehungsgeschichte, wie er zum Zeichnen gekommen ist, wieso er zeichnet und was der Hintergrund ist. Alles so ein bisschen halt natürlich auch auf satirische Weise und ein bisschen mit schwarzem Humor versehen. Im zweiten Band geht es dann darum, dass er eine Beziehung hat, die nicht mehr ganz so gut läuft und ja, er nicht so richtig weiß, wie er damit umgehen soll. Und im dritten Band geht es dann um Mädchen und seine erste große Liebe und ja, ich fand es sehr, sehr schön. Also der Zeichenstil ist natürlich halt typisch Flix. Also sehr, sehr wiedererkennungswertvoll von ihm. Also er hat sein Zeichenstil ist immer der gleiche. Und ja, ich fand es wirklich sehr, sehr angenehm. Es ist halt humoristisch geschrieben. Jedes Band hat mal 10 Euro gekostet. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch so in der Form erhältlich sind, da ja, wie gesagt, diese Sammelband erschienen ist. Aber ja, hat Spaß gemacht, die zu lesen, so aus seinem Leben was mitzubekommen und über die Person praktisch wie in einer Biografie zu erfahren, obwohl es eigentlich eine Graphic Novel ist. Hat mir sehr gut gefallen, kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr sowas mögt. Es ist halt, wie gesagt, eine Art Biografie. Und ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr mal was von Flix gelesen habt und wie ihr das findet. Ich habe den Don Quixote gelesen und habe jetzt das hier gelesen. Und ja, ich bin sehr, sehr gespannt auf weitere Werke. Ich habe ja noch Goethes Faust von ihm hier liegen. Und mir gefällt seine Erzählweise und deswegen mag ich das lesen. Das war mein zweiter Teil meines Lesemonats für den Mai. Gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben, wenn euch dieser Lesemonat gefallen hat. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, welche Manga-Reihe ihr zurzeit feiert und ob ihr was von Beyond Evil gelesen habt. Also ob ihr den ersten Teil kennt und wie ihr den findet. Und schreibt mir gerne irgendwas, was euch einfällt. Ich freue mich immer über Kommentare. Und ansonsten lest was Schönes und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ihr Lust habt. Und wenn ihr mich abonniert, dann seht ihr auch meinen nächsten Lesemonat. Ist ja jetzt nicht mehr so lang hin, bis zum Ende Juni. Von daher, ja, also wir sehen uns gerne im nächsten Video, wenn ihr mögt. Wir
Schalte wieder ein und liest was Schönes und wir sehen uns. Macht's gut. Bis dann.